Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Produkttester. Hubivactorium, es geht weiter mit dem nächsten Tutorial. So, wir schauen mal, was wir machen müssen. Kolonisten bewegen sich schneller, wenn sie keine Werkzeuge tragen. Schalte alle Jobs außer Logistik aus, um aus einem Kolonisten einen Transporteur zu machen. Das ist das, was ich ja in der ersten Folge schon ein bisschen erwähnt habe, in diesem Micromanagement, wo man das ganz spezifisch einstellen kann. Wir drücken auf eine beliebige Taste. Los geht's. So, Eingangslager zuweisen. Wir wollen nicht, dass Bertha wegläuft, um entfernte Ressourcen zu holen. Weise der Werkstätte ein Eingangslager zu, um dies zu verhindern. Okay, verbinde Lagerplatz 4 mit Basiswerkstatt 1. Muss man erstmal ganz mal gucken. Also, verbinde Lagerplatz 4, das wäre der hier, mit Basiswerkstatt 1. Jo. Das heißt also, diese Werkstatt hier mit dem Lager verbinden, oder? Lagerplatz 4 mit Basiswerkstatt 1. Nimmt das so? So. Oder muss ich so machen? Ah, ich muss es umgekehrt machen. Alles klar. Verstanden. So, verbinde Lagerplatz 5 mit Basiswerkstatt 1. Das heißt, ich muss jetzt hier das Lager anklicken und dann hier wieder klicken. Alles klar, verstanden. So, jetzt habe ich den Lagerplatz und den Lagerplatz mit der Werkstatt verbunden. Alles klar. So, wir werden das Logistikzentrum verwenden, um das Eingangslager zu füllen. Verbinde die Lagerstätten 2 bis 4 und 3 bis 5 und richte ein, dass sie Steine und Holz akzeptieren. Erzeuge eine Verbindung von Lagerplatz 2 zu Lagerplatz 4. Okay, das machen wir jetzt mal. Wir haben hier Lagerplatz 2 und wollen das mit dem Lagerplatz 4 verbinden. Ja, richtig. Okay, das heißt, ich klicke das hier an und klicke dann das hier an. Dann haben wir die verbunden. Das heißt also, dieses Lager liefert jetzt an dieses Lager. Okay, verstanden? Dann erzeuge ich eine Verbindung von Lagerplatz 3 zu Lagerplatz 5. Okay, das heißt Lagerplatz 3 zu 5. Das heißt also, dieses Lager beliefert auch das Lager 5. Wunderbar. Richte Lagerplatz 4 so ein, dass es Stein annimmt. Okay, wir müssen das Lagerplatz sagen. Hier, nimm bitte Stein an. Okay. Und richte Lagerplatz 5 so ein, dass es Holzscheit an. Das heißt, hier Holzscheit annehmen, bitte. Ja, es wuselt hier los. Es wuselt hier los. Die bringen jetzt die Steine hier vor. Alles klar. So, dann müssen wir die Produktion auf Holzbrett und auf Steinblock setzen von der Werkstatt. Das machen wir jetzt. Wir sagen, bitte mach einen Steinblock und mach auch ein Holzbrett fertig. So, jetzt nimmt er quasi die Steine hier raus. Und ja, transportiert das quasi wieder dann zurück. Also man erkennt hier schon die Funktion von diesem Spiel, beziehungsweise das eigentliche Prinzip ist einfach Ketten zum Optimieren. Das heißt also, bei dem Lagerplatz, in dem Lagerplatz. Dann wird es hier verarbeitet und dann geht es in den nächsten Lagerplatz. Und hier kann es dann weiterverarbeitet werden. Finde ich eine tolle Sache. So, verbinde Basis Werkstatt 1 mit Lagerplatz 6. Okay, das kriegen wir hin. Und mit Lagerplatz 7. Super, haben wir gemacht. Bedeutet jetzt, dass wir diese Lager jetzt nur einrichten müssen, dass es quasi Holzbrett und Steinblock annimmt. Das also, was wir hier verarbeiten, muss ja dann quasi hier verarbeitet werden. So, Lagerplatz 6 soll Holzbrett annehmen. Machen wir das doch mal. Holzbrett. Und 7 soll Stein annehmen. So. Dann das ist ja cool, wie er hier abgeht. Wer ist denn das hier? Der Ansgar. Der Ansgar geht voll ab. Das heißt, er macht Steinblöcke und Holzbretter und dann werden die hier eingelagert. Toll. Ja, wir sind mit dem Tutorial schon fertig. Alles klar. Und ja, frisch ans Werk. Machen wir gleich weiter. Insel verlassen. Nächstes Tutorial.
Tipp, Kolonisten bewegen sich schneller, wenn sie kehren, haben wir vorher schon gesehen. Okay, alles klar. Immer wieder der Hinweis so ein bisschen auf das ja, Management, wo etwas genauer ist. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wir haben jetzt als nächstes vor, Bahnhof und Lager einrichten. Kolonisten, die Waren tragen, werden stark verlangsamt. Daher ist es effizienter, sie mit Pferden über weite Strecken zu transportieren. Stelle den Pferdebahnhof oben so ein, dass er Steine akzeptieren. Dass er Steine akzeptiert. Kleiner Fehler. Okay, wo haben wir denn den Bahnhof? Das wird der obere sein. Hier. Richte den Bahnhof so ein, dass es Stein annimmt. Bahnhof. So, der muss quasi Stein akzeptieren, richtig? Genau, der akzeptiert den Stein. Das heißt, der wird hier eingelagert. Alles klar. Der Bahnhof. So. Erzeuge eine Verbindung vom Pferdebahnhof 1 zu Pferdebahnhof 2. Die Felsen werden nun zum Bahnhof in den Norden getragen. Alles klar, das sehen wir ja. Da er am nächsten ist. Verbinde nun die beiden Bahnhöfe so, dass die Felsen transportiert werden. Erzeuge eine Verbindung von Pferdebahnhof 1 zu Pferdebahnhof 2. Ja, das wird wahrscheinlich genauso gleich sein wie das andere auch. Ich klicke hier einfach rechts drauf. Richtig? Ja, das war's schon. Also das muss ich sagen, das ist toll gelöst. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Wenn man es einmal kann, dann versteht man auch das, das Prinzip. Ja? Also ich verbinde quasi, indem ich das, ja, den Ausgangsort anklicke und dann mit dem Zielbahnhof mit der rechten Maustaste verbinde. Eine tolle Sache. Richte Bahnhof 2 so ein, dass es Stein annimmt. Okay, das heißt, ich muss dem hier sagen, nimm mal hier den Stein an. So, okay. Jetzt müsste ja rein theoretisch hier das Pferdl den Stein aufladen, macht's auch. Fährt hier den Weg entlang und liefert sie ab. So. Gut gemacht. Mit jedem gebauten Pferdebauer bekommst du automatisch einen Pferdewagen. War eine Sache. Wirf einen Blick auf das nächste Tutorial, um zu erfahren, wie du mit Hilfe von verbundenen Lagerplätzen mehr Kontrolle über die transportierten Güter erhältst. Klick hier auf diese Aufgabe. Ja, machen wir doch. Wir haben es erfolgreich bestanden, das Tutorial, und machen dann weiter mit dem nächsten. Zack. Nächstes Tutorial. So. Weiter geht's. Was müssen wir denn jetzt machen? Weise Exportgüter zu. Um Geld zu verdienen, müssen wir Waren exportieren, die wir produziert haben. Verbinde die Lager 2-4 mit dem Frachthafen. Okay, jetzt schauen wir uns das erstmal an. Das wird der Frachthafen hier sein, richtig? Oh, fein. Das kann man auch alles machen mit Frachthäfen und so. Das ist ja cool. Sorry, aber ich muss mir das erstmal ein bisschen anschauen. Ich will hier nicht so doch rushen, sagt man immer. Rush. Ich gucke mir das immer ein bisschen genauer. Also das ist der Frachtbahnhof. Okay, verstanden. So, verbinde Lagerplatz 2 mit Frachthafen. Lagerplatz 2 wäre der hier. Und die verbinden wir mit dem Frachthafen. Das machen wir. Dann 3 auch mit Frachthafen. Und 4 auch mit Frachthafen. Haben wir auch geschafft. Super. Jetzt nehmen Sie hier die Güter raus und lagern die in den Bahnhof ein. Verstanden. So, schön. Deine Exportgüter werden nun zum Frachthafen transportiert. Jetzt können wir die Waren festlegen, die wir im Gegenzug erhalten möchten. Verbinde den Frachthafen mit dem Lager 5 bis 7. Okay, das heißt, wir müssen jetzt den Frachthafen anklicken und dann mit diesen Lagern hier verbinden. So. Richte 5 so ein, dass es nur Stein annimmt. Alles klar, dann richten wir 5 ein, dass es nur Stein annimmt. Alles klar. 6 darf nur Milch annehmen. Machen wir auch. Ist das hier Milch? Das ist die Milch, genau. Und 7, dass er nur Wolle an. Wo ist denn die Wolle? Hier. Jo. Ach, hier vorne werden dann auch gleich die Icons angezeigt. Das ist ja cool. Dass man immer genau weiß, was habe ich jetzt hier zugewiesen. Das ist eine tolle Sache. Hier seht ihr noch ein bisschen näher. Ja, ich zeige es euch mal. Hier zeigt dein Steinsymbol. Hier die Wolle an. Und hier war die Milch, gell? Ist doch cool, oder? Ich könnte da wirklich Stunden verbringen, mir das Ganze nur anzuschauen. Ich finde das mega cool.
Ja, auch der Hafen wieder jetzt hier so animiertes Frachthafen. Da kommen jetzt hier die Leute und lagern alles sehr schön ein, was wir hier so angeklickt haben. Geil. Entschuldigung. Aber ich bin einfach begeistert. Super. Ja, okay, dann haben wir gewonnen und verlassen die Insel und machen das nächste Tutorial natürlich. Klare Sache. Lalalilada. Ich finde es auch schön, dass die Tutorials jetzt recht kurz gehalten sind. Dann geht es nämlich ums Wesentliche. Dann begreift man auch, was man genau machen muss. So, erzeuge einen Außenposten. Zunächst werden wir unser Territorium in zwei verschiedene Zonen unterteilen. Wähle das Farbzonen-Tool aus und setze die Farbe der nördlichen Kartenhälfte auf gelb. Setze die Zonenfarbe für Leuchtfeuer 1 auf gelb. Okay, da haben wir hier unten das Farbzonen-Tool und wir wollen gelb machen, ja? Zone zuweisen. So, jetzt schauen wir mal. Wo will er das haben? Setze die Zonenfarbe für das Leuchtfeuer 1 auf gelb. Wie mache ich das? So. Ja, muss anklicken. Okay, cool. Das heißt jetzt, dass diese Zone, wo das gelbe Lagerfeuer ist, die gelbe Zone ist. Alles klar. Kolonisten können ein oder mehreren Zonen zugewiesen werden. Das haben wir vorher schon mal im ersten Tutorial schon mal angesprochen. Sie arbeiten nur in den Zonen, in denen sie sich aufhalten dürfen. In diesem Fall möchten wir, dass Bertha nur in der neuen gelben Zone arbeitet, die wir gerade erzeugt haben. Verbiete Bertha Zugang zur Zone Rot. Okay, das machen wir jetzt mal über das Management hier und sagen Bertha, ja, Moment, verbinde dich mal mit der Zone Rot. Das heißt also, alle anderen Zonen weg und nur Rot darf hier bleiben. So, Entschuldigung, wenn es gerade geruckelt hat. Ich hatte gerade ein kleines Malheur hier, aber alles wieder gut. So, also über das Management-System haben wir das jetzt so gemacht, dass Bertha nur in der Zone Rot arbeitet. Gelb darf sie arbeiten, ja? Richtig? Biete Bertha den Zugang zur Zone Rot. Achso, nur zur Zone Rot, alles klar. Dann können die anderen aktiv bleiben. Dann ist Zone Rot für Bertha gesperrt, alles klar. Müsste sie dann so stimmen? Okay, verbiete Ansgar Zugang zur Zone Gelb. Okay, da haben wir Ansgar, oder? Darf nicht in die gelbe Zone. Alles klar, das heißt also, die nehmen wir raus, dann darf er nicht in die gelbe Zone. Ja. Armer Ansgar. Hm? So, dann ist es jetzt eben so, dass Ansgar hier nicht hier hoch darf. Und Bertha, wie hieß sie, glaube ich, darf nicht hier runter. So. Wir verwenden Zeppelini, um die Goldblöcke zu transportieren. Verbinde hierzu zunächst den nördlichen Zeppelin-Bahnhof 2 mit dem südlichen Bahnhof 4. Alles klar. Also, der nördliche Bahnhof ist ja der obere hier. Das ist der Zeppelin-Luftfrachtbahnhof. Cool, Zeppelini. Das ist ja heiß, oder? Hört mal. Hier kreisen die schon und warten drauf. Mann, das ist cool. Okay, wir verbinden den Bahnhof hier mit dem Bahnhof, richtig? Ja, dann haben wir jetzt die Verbindung erzeugt. Passt. So, als nächstes müssen wir unser Goldlager 3 mit dem nahegelegenen Zeppelinbahnhof 2 verbinden. Okay, unser Goldlager, das hier. Das Lager hier. Mit Gold müssen wir quasi mit dem Bahnhof hier verbinden. Dann wird das Gold in diesen Lagerbahnhof hier eingelagert. Ist klar, verstanden. So, schließlich müssen wir noch den südlichen Zeppelinbahnhof 4 mit unserem Ziellager 5 verbinden, um einzurichten, dass diese Goldblöcke akzeptiert werden. Ja, okay. Also, wir müssen Ziellager 5 verbinden. Das heißt also, wir müssen jetzt erzeuge Verbindung zur Luftfrachthof 4, zur Lagerplatz 5. Okay, hier zu 5.
Okay. Und richte Lagerplatz 5 so ein, dass es Gold annimmt. Das heißt also, wir müssen hier den Lagerplatz 5 sagen. Hier, du, nimm mal an. Wo haben wir denn hier Gold? Würde übrigens auch hier oben wieder suchen. Indem ihr hier oben Text eingibt. Goldblock. Nee, doch Goldblock. Genau, Goldblock hier. Das ist richtig. Jo. So. Soweit, so gut. Das heißt, also wir haben jetzt zu diesem Bahnhof gesagt, zu diesem Lagerplatz nimmt Gold an. Und zu dem haben wir gesagt, quasi nimmt Gold auch an. Und verbinde dich mit diesem Bahnhof hier. Alles klar. So, die Goldblöcke werden nun transportiert. Aber wäre es nicht schön, wenn die Zeppelini auch auf dem Rückweg Wassereimer zum Außenposten transportieren würden? Richte alles ein, um es möglich zu machen. Alles klar, wir haben jetzt hier noch Wasser übrig. So, erzeuge eine Verbindung von Lagerplatz 6 zu der Luftfracht 4. Das heißt also, wir machen hier das Lager und sagen hier Verbindung zum zu dem Bahnhof 4, also Zeppelin Bahnhof. Dann erzeuge eine Verbindung von Luftbahnhof 4 zu Frachtbahnhof 2. Nun nehmen wir den und sagen hier Verbindung zu dir. Ja, wir wollen das hier ablagern. So, dann haben wir eine Verbindung von Luftbahnhof 2 zur Lagerplatz 7. Okay, das heißt also, dieser Bahnhof hier muss man mit diesem Bahnhof hier Lager verbinden. Und das 7er Lager, müssen wir sagen, nimm du Wasser an. Ja? So, was passiert denn jetzt? Jetzt wird das Wasser hier rüber transportiert und die Zeppelini liefern das quasi an diesen Bahnhof hier an. Und von diesem Luftfrachtbahnhof wird es wiederum in das Lager verbracht. Eine tolle Sache, also wirklich sehr komplex, aber wirklich toll. Also wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, glaube ich, wird das richtig, richtig cool werden. Ich habe da vorher gesehen, es wird immer, wenn was nicht verbunden ist, wird das hier so ein Ausrufezeichen angezeigt, dass man also sieht, dass man irgendwas vergessen hat. Alles klar. Benutze Zeppelini zum Einlagern. Zeppelini haben eine weitere nützliche Funktion. Sie können automatisch Gegenstände in der Nähe einlagern. Richte die Bahnhof 2 so ein, dass es Holzscheit annimmt. Okay, dann machen wir das mal. Bahnhof 2. Das ist der obere hier. Ja. So. Bahnhof 2 soll annehmen. Holz. Holz. Holzscheit. Holzscheit. Okay. Haben wir eingerichtet. So, beendet Tutorial. Sehr gut. Kolonisten und Zeppelini werden gemeinsam dafür sorgen, dass die Goldblöcke und Wassereimer transportiert werden. Das Logistikzentrum erlaubt das Erstellen komplexer Transportketten, welche verschiedene Transportsysteme kombinieren können. Klicke auf diese Aufgabe. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es ist eine feine Sache. Ich muss also quasi sagen, verbinde den Bahnhof hier mit einem nahegelegenen Lager, dass er dann empfangen die Güter dort einlagern. Kann man zum Beispiel machen, wenn es in einem Biom von mir aus Gold gäbe, aber in dem anderen eben nicht, ich aber in dem anderen Biom Gold zur Wiederverarbeitung brauche, kann ich also das Gold dann hierher transportieren lassen und hier dann in anderen Bahnhöfen oder anderen Werkstätten weiterverarbeiten. Gleichzeitig kann ich auch sagen, wenn du schon mal hier bist, man sieht es hier unten an diesem Zeppelin, schnapp dir doch mal das Wasser und transportiere das dahin. Und von diesem Ort hier wird das dann quasi in diesem Bahnhof hier verbracht. Ja? Das heißt also, dieser Wassereimer, der jetzt hier ankam, können wir mal gerade verfolgen, ob das auch passt, der sollte nun in dieses Lager hier verbracht werden. Ja gut, man sieht es ja hier. Hier steht ja schon Wasser. Wie viel Schirm nah mal ranzoomen kann, das finde ich echt cool. So. Gut. Okay. Dann glaube ich, sollte das Tutorial auch rum sein. Genau. Gegenstand bewegen, beende dieses Tutorial. Die Bedienungen können nun gemeinsam, bla bla bla. Tutorial haben wir auch gemeistert. Ja. Soweit, so gut. Sind wir mit dieser Tutorial-Folge auch soweit durch jetzt mal. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet werdet. Da werden wir uns die weiteren Tutorials vornehmen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.